Ja, um das System gerade als privater Bauherr selbst zu montieren, benötigt man recht einfache Werkzeuge. Das wäre eine Handkreissäge, ein Alligator, um dann den flexiblen Anteil dementsprechend zu schneiden. Eine Bohrmaschine mit einem 8 mm Bohrer. Die Bohrerlänge, die muss natürlich variieren, je nachdem welche Dämmstärke wir haben. Dann dementsprechend einen Akkuschrauber, um die Stelldübel zu schrauben. Dann hat man natürlich zum Ausrichten dementsprechend einen Richtscheit oder eine Wasserwaage, die man benötigt, um halt zunächst erstmal die Flucht zu messen und dann dementsprechend auch um die Wände als solches auszugleichen. Weitere Holzbohrer können notwendig sein, um zum Beispiel Kabelführungen etc. in die Platten einzubohren. Eine Leiter sollte notwendig sein, um dementsprechend auch gut bis unter die Decke hochzukommen. Kunststoffkeile oder auch selbstgeschnittene Holzkeile, all das ist denkbar, sind immer recht hilfreich, um die Platten gerade in der ersten Plattenreihe unten dementsprechend schön ausjustieren zu können. Ja, dann natürlich so Kleinstwerkzeuge wie zum Beispiel ein Hammer, um dann dementsprechend auch mal, wenn ein Dübel nicht leicht rein will, um dann mit dem Hammer gegebenenfalls noch mal ein bisschen mit nachzuhelfen. Das ist immer recht sinnvoll.